Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Replay The Witcher 1. Wir haben zwei neue Verdächtige auf unserer Liste, nämlich Kalkstein und Boxfleisch. Denn Boxfleisch war derjenige, der seine Leute auf den gefangenen Salamandra Soldaten oder ja, Mitstreiter gehetzt hat, um ihm ja wahrscheinlich mundtot zu machen. Weil er vielleicht Dinge weiß, die über Boxfleisch nicht herauskommen sollen, wie zum Beispiel, dass er eben doch mit den Salamandra kollaboriert. Außerdem Kalkstein, denn das war das letzte Wort, das der Salamandra-Scherge ja noch hervorbrachte, kurz bevor er Bewusstsein verlor. Berengar. Ich benötige Informationen über Berengar von einem Mann namens Coleman, einem Stammkunden der Taverne zum haarigen Bären. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Wir haben einige Informationen über Ungeheuer bekommen. Bargäste hatten wir, glaube ich, schon vorher. Jetzt haben wir allerdings noch Graveier dazu gekommen. Oh weia. Dieser ausgefranste Anusfresser, ey. Empfindlich gegen Silber und Nekrophagenöl. Der starke Kampfstil ist gegen Graveier am wirkungsvollsten. Sie versuchen, ihre Opfer niederzuschlagen und lebendig zu verspeisen. Leichengift, weißer Essig und Graveierknochen können wir von ihnen bekommen. Ich würde jetzt in dieser Folge einfach mal probieren, auf die 5000 Gold zu kommen. Damit wir es schaffen, endlich diese andere Lederjacke zu bekommen. Kult und Religion der Nordlinge. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Unter den zahlreichen Glaubensrichtungen der Nordlinge ist am verbreitetsten der Kult der Militäle, einer Göttin mit drei Gestalten. Junges Mädchen, Frau und alte Vettel. Militäle ist eine Muttergöttin, deren Fürsorge ihren Kindern gilt. Oder? Haben wir das schon gelesen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, haben wir offensichtlich nicht, aber gut, dann können wir nachher hier das im Glossar lesen. Kult der Militäle, Geschichte der Welt finde ich auch interessant. Das haben wir aber schon gelesen. Vielleicht können wir diese Sachen ja beim Antiquar verkaufen. Das sollten wir mal probieren. Und diese Uhrzeit müsste ja eigentlich noch irgendwo hier hinten sein. Bauernhändler. Herold, hallo. Ein weiteres Opfer des nächtlichen Jägers. Erzählt mir mehr von diesem Jäger. Die Bürger sollen zu Hause bleiben und nachts die Türen verrammeln. Eine seltsame Bestie jagt Menschen und Ertrunkene kriechen aus dem Fluss. Was für eine Bestie? Das ist jetzt die Frage. Was kann ich... Können wir bei dir irgendwas verkaufen? Für 10, für 20, für 1. Jetzt nicht so doll. Braucht... Na, das bringt auch nichts. Auch nichts. Was mit dem hier? Ich spare für eine Schiffspassage, um hier wegzukommen. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir eventuell noch irgendwas anderes verkaufen können. Da ist der Gärtner. Was wir auf jeden Fall noch verkaufen können, ist hier. Herr? Darf ich? Pardon, Herr. Wir verkaufen nur an Freunde des Ordens und Gläubige. Von euch habe ich nie gehört. Lebt wohl. Was? Braucht ihr... Verkauf... Ich arbeite nur... Macht's gut. Hä? Herr? Darf ich... Pardon, Herr. Leb... Warum verkauf... Was? Haben wir irgendetwas gegen den Orden gemacht? Eigentlich nicht. Wir müssen übrigens mal in dieses Haus rein. Hier kriegte man nämlich, glaube ich, eine Quest. Von diesen Schurken hier. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich muss zugeben, dass ich aus reiner Neugier hier bin. Neugier bringt Komplikationen, wie meine Mama stets zu sagen pflegte. Sie ruhe sanft. Aber ich wüsste zu gern, weshalb ihr zwei Schwerter tragt. Ich suche Arbeit. Und das sind meine Werkzeuge. Ihr seid Söldner. Muss ich lohnen. Interessant. Ich habe da einen Vorschlag für euch. Woran habt ihr gedacht? Ich weiß von einem Haus, in dem es einen Schatz gibt. Allerdings spukt es dort und ich habe keine Lust auf Gespenster. Ich sage euch, wo es ist. Ihr vertreibt die Gespenster, den Schatz teilen wir uns.
Das klingt eigentlich nicht schlecht. Okay. Einverstanden. Bestens. Ich markiere das Haus auf eurer Karte und warte hier. Lebt wohl. Da sollten wir vielleicht gut vorbereitet reingehen. Das Spukhaus. Ich soll herausfinden, was in dem Haus vor sich geht. Ey, aus dem Weg, Alter. Du hast doch gesagt, du wartest da. Wo ist denn das Spukhaus? Da vorne. Hier heißt es aber leerstehendes Haus. Das ist merkwürdig. Hier ist das Haus. Okay. Speichern wir mal. Und rein. Ich kann's kaum glauben. Noch ein Narr, der Schätze sucht. Ich hätte es wissen müssen. Hey, Jungs. Ich habe noch eine Gans gefunden, die gerupft werden will. Eine fette noch dazu. Um das Elfenweib kümmern wir uns später. Eins noch. Was? Das war ganz schön dumm. Einen Hexer gegen euch selbst anzuheuern. Ja, war's. Pisse auf euren Leichnam! Wie konnte er so schnell hier sein? Oh, und da drüben haben sie eine Elfin. Boom. Boom. Und erledigt. Das war easy. Kann ich die schwere Keule vielleicht mitnehmen? Schlüssel. Gib mir die schwere Keule. Wollte gerade sagen, wo wollte sie denn hin abhauen? Die schwere Keule können wir eventuell irgendwo verkaufen. Hallo, Halbelfin. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Fatgern. Seid ihr wohlauf? Ich will nicht darüber reden. Nte dicen teade. Ich spreche eure Sprache, aber nicht gut genug um. Bitte besucht mich zu Hause. Später. Lebt wohl. War feil. Ja, und wo ist dein Zuhause? Das wüsste ich dann doch gerne. Denn sonst kann ich dich ja gar nicht besuchen. Ist schon erstaunlich, wie schnell der Typ drüben war auf einmal. Wie konnte er sich teleportieren und so schnell hier sein? Ohne, dass ich ihm zuvorkommen konnte. Und ich finde, dass sich der Kaufmann des Ordens sehr, sehr seltsam verhält. Sehr, sehr seltsam. Denn ich konnte doch die ganze Zeit bei ihm verkaufen. Herr? Darf ich? Pardon, Herr. Lebt. Oder haben die spitz gekriegt, dass ich Siegfrieds Sachen verkauft habe? Das kann natürlich sein. Dass ich ihn bestohlen habe. Das ist natürlich blöd für mich. Ist die Frage, ob ich jetzt beim Scoia'tael-Händler was verkaufen kann? Es wäre allerdings schon... Also es wäre recht komisch. Schmied, Haus von Vivaldi, Kalksteins Haus. Können wir mal gucken. Wir können ja einfach mal gucken, was die sagen. Was wollt ihr haben? Zeigt mir eure... Herr Chibai sagt, ihr seid gut und ehrbar. Daher sehe ich keinen Grund, keine Geschäfte mit euch zu machen. Bitte sehr. Geil. Das ist schön. Der hat auch die exzellente Lederjacke. Und da können wir hier mal das verkaufen und die schwere Keule. Immerhin 20. Die haben auch hier blaue Meteoriten. Und die haben auch einige gute Sachen. Braucht ihr was? Verkauft ihr mir... Soltan sprach nur Gutes über euch, also können wir handeln. Wendet euch an meinen Lehrling, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ich erledige Schmiedeaufträge und nehme Sonderbestellungen an. Drei blaue Meteoriten haben wir. Da können wir natürlich theoretisch hier was ziemlich Gutes schmieden lassen. Zumindest ein Stahlschwert. Ist das die Halbelfin? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr getan habt. Der Fluch des Hellsehers beschwört niemanden. Oder ist es sie? Diesem Ort fehlt die Schönheit, die mein... Oder wohnt sie hier? Ich bin verwirrt.
Irgendwo muss doch diese Halbelfin sein. Hier ist sie nicht. Sie sagte, ich soll sie besuchen. Gut, sie sagte später und ist die Frage, was später ist. Vivaldis Haus. Das ist sie? Seid auf der Hut, wenn ihr hier bleiben wollt. Das ist auch noch eine Halbelfin? Ne, das ist eine Elfin. Was ist? Wollt ihr euch lustig machen oder mich angrapschen? Verschwindet. Nein, eigentlich weder noch. Aber jetzt, wo du es schon mal vorgeschlagen hast, dann können wir ja mit Kalkstein reden. Oder mal gucken, ob wir bei ihm noch was verkaufen können. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Oh ja, fragen wir ihn erstmal über Berengar aus. Ich habe gehört, Hexer Berengar hat für euch gearbeitet. Ich hatte gehofft, ihr würdet das nicht erfahren. Geht es etwas ausführlicher? Ich heuerte ihn an, um das Rätsel des Turmes zu erforschen. Ich wollte euch keine Angst machen, aber ich habe mit diesem Bauwerk noch etwas vor. Ihr habt ihn angeheuert und er ist verschwunden. Kam euch das nicht komisch vor? Deshalb sollt ihr das Rätsel lösen. Vielleicht findet ihr dabei auch heraus, was Berengar zugestoßen ist. Was meint ihr, was passiert ist? Konkurrenten, die auch hinter diesem Wissen her sind, könnten Berengar beseitigt haben. Er gab mir dieses Buch. Es könnte für euch von Nutzen sein. Okay, wir reden mal noch nicht über die Salamandra. Das machen wir noch nicht. Berengars Geheimnis. Ich sollte die Sumpfbewohner nach Berengar befragen. Oh, Albas Kristalle bringen 40. Quecksilberlösung. Ich verkaufe eine davon. Eine einzige und dann sind wir bei genau 5000. Ja. Über die Salamandra reden wir noch nicht mit ihm. Oh, wir haben was fallen lassen, ne? Wir haben was Wichtiges fallen lassen, glaube ich. Hat er hier nichts fallen lassen? Wo ist denn das, was hier lag, Kalkstein? Das Buch des Kusses oder so. Irgendwie sowas war das doch. Das nervt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Oh, das nervt mich ja schon wieder, ne? Es hätte da liegen müssen. Och, Mensch, ey. Och, Mann. Oh Mann, das, was ist denn das immer für ein Scheiß, Mann? Da hatte ich doch schon mit ihm geredet. Da bin ich, glaube ich, gerade wieder rausgegangen. Jetzt ist dieses blöde Buch des Kusses weg. Weil das Spiel irgendwelche Fürze hatte. Oh. Bis da. Oh Mann. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe nicht, was das für ein Unsinn soll. Das waren hundertprozentig weitere... Oh Mann, ey. Das waren hundertprozentig weitere Formeln für Tränke oder sowas. Guggenhaff hat wieder beim Gwent gemogelt.
Mann, ich weiß. Wo liegt das Problem? Man sollte solchen Dreckskern sagen, sie sollen sich selber... Ja, das ist, ich meine, das, ich bin jetzt echt demotiviert, muss ich sagen, weil das, ich verstehe sowas einfach nicht. Ich verstehe sowas einfach nicht und ich habe jetzt auch gerade nicht die Lust, jetzt die 5 Minuten nochmal komplett neu zu spielen. Da ist auch keine Halbelfin. Ich weiß nicht, wo diese Halbelfin sein soll. Seid auf der Hut, wenn ihr hier bleiben wollt. Kaufen wir jetzt erstmal die bessere Lederjacke. Was wollt? Zeig. Hirsch. Da haben wir sie. 5000. Transaktion erfolgreich. Und jetzt haben wir endlich eine Rüstung, die viel besser ist, weil sie den erlittenen Schaden um 15% senkt und unsere Resistenzen gegen Schmerz, Bluten, Einerschein und Gift um 10% senkt. Und außerdem haben wir einen zweiten Tränkeschnellfach. Oder ein zweites Tränkeschnellfach, wo ich mal den Waldkauz reintun werde jetzt vorübergehend. Es ist echt nicht schlecht. Da ist jetzt die nietenbesetzte Lederjacke. Die können wir da ruhig liegen lassen. Perfekt. Ansonsten optisch unterscheidet sie sich, glaube ich, nicht wirklich. Ist die Halbelfin immer noch nicht hier? Nein. Vielleicht hat sie uns auch nur geprankt. Vielleicht hat sie nur so getan, als würde ich ihr etwas bedeuten. So, wir haben auf jeden Fall das Spukhaus damit erledigt. Jetzt haben wir noch den Hundevertrag, den Aalghul-Vertrag. Wir sollten Shani besuchen. Gasto zum haarigen Bären und mit dem Spieler sprechen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Machen wir das mal als nächstes. Tja, Kaufmann des Ordens. Ganz ehrlich, die 5000 jetzt auch von mir haben können. Sieht die Hand vor Augen nicht. Aber du hast dich ja entschieden, seltsame Anwandlungen bzw. rumzuzicken. So, wo ist der Spieler? Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ich sehe den Spieler nicht. Doch da. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Silberschwert. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Aha, okay. Der Gärtner also, ja? Wie wir genau 0 haben. Das heißt, ich könnte noch nicht mal gegen Monroe Vada spielen, weil ich einfach nicht einsetzen kann. So genau auf 0 habe ich mein Geld jedenfalls selten gebracht. Das spiele ich nicht. Was hat der Gärtner denn jetzt nun wieder damit zu tun? Es hat eine Weile nicht mehr stark geregnet. Befragen wir ihn. Seht nur, wie sie wachsen. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Er spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei Brenner eine Schlacht statt. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert?
Ja, es gehörte dem Hexer Köhn, ein Prachtkerl von einer seltenen Art, allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren. Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Köhn ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Viel Glück auf euren Wegen. Hätte ja sein können, dass der Gärtner Berengar zur Seite geschafft hat. Jetzt müssen wir mit Shani reden. Und Shani müsste doch jetzt irgendwann mal hier ihren Dienst im Krankenhaus antreten. Da ist sie nämlich auch. Diese Wunde ein... Geralt, wir müssen reden. Was gibt's? Im Krankenhaus starben einige Leute. Habt ihr etwas damit zu tun? So redet doch. Ja. Ich verhörte einen Gefangenen, einen ihrer Patienten. Aber ein paar Schurken störten uns. Deren Leichen hat die Wache entdeckt. Ich sage euch, was ich gehört habe. Der Gefangene soll an einen sicheren Ort verbracht werden. Danke für euer Verständnis, Shani. Ich passe nur auf euch auf. Das ist ja nett. Wie kann ich euch helfen? Eure Fertigkeiten sind hier nicht gefragt. Shani, außer töten habe ich auch noch andere Hobbys. Wir haben noch kein Heilmittel für die Pest, aber habt ihr Rotschopf gekannt? Kann mich nicht erinnern. Ehe er der Pest zum Opfer fiel, fand er heraus, dass bestimmte Pflanzenextrakte den Verlauf der Krankheit verlangsamen. Braucht ihr diese Pflanzen? Ja, am besten wäre Schellkraut. Leider findet man es nur in Sumpfgegenden. Dafür müsste ich eigentlich, also davon müsste ich ziemlich viel haben. Ich tue, was ich kann. Jede Blüte zählt, bringt aber mindestens 5 Pflanzen. Ich habe bestimmt mehr. Hier ist das Schellkraut. Fantastisch. Ich bin euch wirklich dankbar. Danke. Eine Lektion in Ungeheueranatomie wäre mir lieber. Ich kann euch von den Bläuzuigern erzählen. Wir werden alle sterben. Da wusste ich jetzt leider schon was drüber, aber okay. Shani. Hallo, Geralt. Hallo, Shani. Ich vermisse Ochsenfurt manchmal. Ihr könnt jederzeit zurück. Nein, ich werde hier gebraucht. Nur wenige sind immun, so wie ihr. Ich wollte reden. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Ach, der leidet hinter dir doch gar nicht so sehr. Der spielt das nur. Ich muss mit euch sprechen. Kann es warten? Naja, ich denke... Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein Ort für Privatangelegenheiten. Wo wohnt ihr denn? Ich habe ein Zimmer am nordöstlichen Stadtrand von Vizima. Wie finde ich es? Vor dem Haus ist ein kleiner Platz mit der Statue einer Schlange. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Na gut. Man sieht sich. Schade. Ich dachte, wir können uns noch ein bisschen weiter quatschen. Nee. Wir müssen mal irgendwie eine Birne oder sowas rankommen. Damit wir das der Statue der Militele darbieten können. Berberohr, Nieswurz. Ach, ihr. So, ist Thaler zu Hause? Thaler ist zu Hause. Reden wir mit ihm. Auch wenn er jetzt versucht zu pennen. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Wir können mit ihm saufen und das machen wir jetzt auch. Einfach nur mal, um herauszufinden, was er dann so erzählt. Wobei der recht hart im Trinken sein dürfte. Zum Teufel damit! Wow.
Wow, okay, der hält echt mehr aus als die anderen. Immer noch. Was ist denn mit dem los? Alter, Thaler. Du machst mich fertig. Endlich. Es ist toll, mit euch zu trinken. Ich werde euch etwas Interessantes zeigen, auch wenn ich das nicht sollte. Ich fand da ein Buch. Redanischer Geheimdienst. Ein historischer Abriss. Alle dachten, die verdammte Schrift wäre verschwunden. Schemen oder die Geschichte des Geheimdienstes? Seiner Majestät. Schemen oder die Geschichte seiner Majestät von Uribasius Giafranco Paolo Reuven. Das beste Verständnis von Redaniens politischer Lage hatte Sigismund Gistra, da er nicht nur die aktuellen Ereignisse nüchtern verfolgte, sondern auch die Zukunft akkurat vorhersah. Dijkstra wusste, dass die Könige des Nordens schwach waren und die wirkliche Macht in den Händen der Zauberin lag. Er nahm an, dass nur ein starker religiöser Kult, der die Massen in seinen Bann zog und über echt bewaffnete Streitkräfte verfügte, der Macht der Magier Paroli bieten könnte. Der Chef von Redaniens Geheimdienst unterstützte den neu gegründeten Orden der Flammenrose, aber er verwehrte es ihm, seinen Hauptsitz auf redanischem Hoheitsgebiet einzurichten. Dijkstra soll gesagt haben, es ist gut, Fanatiker und Zauberinnenjäger auf seiner Seite zu haben, aber noch besser ist es, wenn diese Fanatiker jenseits unserer Grenzen leben. Fundamentalisten machen immer Ärger. Sollen sich lieber andere damit herumplagen, wie die Temeria zum Beispiel. Und wenn wir Fanatiker brauchen, um sie auf Zauberin oder Nilfgaard zu hetzen, dann rufen wir sie einfach her. Weit weg sind sie ja nicht. Gerade mal jenseits der Grenze. Die Zeit wird wert oder unwert seiner Worte erweisen. Ja, das hat natürlich wieder etwas zum Orden der Flammenrose hinzugefügt. Ja, wir sind jetzt natürlich ziemlich betrunken. Und es wird eine halbe Ewigkeit dauern, aus diesem Raum alleine rauszukommen. Einfach, weil wir betrunken sind. Das ist blöd gelaufen, aber wir haben immerhin dieses Buch erhalten. Auch wenn es jetzt nicht grundsätzlich das ist, was ich irgendwie brauche oder so. Können wir zufällig... Was ist denn, wenn ich... Schade. Hätte ja sein können, dass es auch Trunkenheit aufhebt, aber tut es nicht. Wobei, es sagte die Wirkung anderer Tränke. Jetzt bin ich etwas enttäuscht. Naja, dann beenden wir das mal an dieser Stelle und beim nächsten Mal, ja, machen wir dann hoffentlich wieder was Sinnvolleres. Denn wir haben ja immer noch einige Sachen offen. Ich denke, wir müssen auch mal wieder kämpfen. Wir müssen auf jeden Fall auf den Friedhof, das wird ganz wichtig. Aber dazu erst später. I want you for an adventure.